Und hallo und willkommen zurück zu Endless Fables 3, das Dunkelmoor im Deutschen oder Darkmoor im Englischen. Wir haben jetzt die Wahl zwischen, wir gehen zum Hafen oder wir gehen das Spiel spielen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Hafen, weil wenn er uns wirklich dann fahren sollte, müssen wir uns sowieso im Hafen erstmal umgucken. Also ich sage, gehen wir erstmal zum Hafen, der wartet noch auf uns. Da ist auch schon Wimmelbild. Können wir direkt reingucken? Zerhackte Fische brauchen wir. Zerhackte Fische? Müssen wir die zacken? Den müssen wir zacken. Wir müssen Fische zacken. Ich weiß nur nicht genau, welche Fische. Die Fische? Die Fische? Die Fische? Nee. Müssen wir gucken. Zerhackstücke Krabbenklaue? Nee, das ist keine Krabbenklaue. Wo ist denn hier eine Krabbenklaue? Das ist Krabbenklaue. Okay, wir brauchen 3 Stück. Zitrone, ich benötige etwas, um die zu zerschneiden. Hier, Nösser, Zitrone zerschneiden. Und jetzt müssen wir, was müssen wir denn machen? Müssen wir die Muschel sauer machen oder was? Jetzt machen wir die Muschel sauer. Okay, hier haben wir ein Stück Fisch. Da ist ein Stück Fisch. Da ist ein Seestern. Da ist noch eine Krabbe. Da ist die Krabbe. Die Krabbe brauchen wir nicht, okay. Olivenzweig ist hier einer. Das ist kein Olivenzweig, okay. Olivenzweig, da ist ein Olivenzweig, da ist ein Seestern. Da ist ein Seestern. Ist das kein zackter Fisch? Das ist kein zackter Fisch. Wo ist denn der zackte Fisch hier? Da ist noch ein zackter Fisch. Ein Olivenzweig brauchen wir noch. Das ist auch keiner, ne? Nee. Ich bin zwischendurch ein bisschen ruhiger. Das tut mir leid, ich versuche mich sogar ein bisschen zu konzentrieren. Damit ich hoffentlich nichts versehe. Der Olivenzweig ist versteckt. Das heißt, wir müssen hier irgendwas aufdecken. Aha. Eine Krabbenklaue müssten wir noch sehen können. Das heißt, die muss hier irgendwo sein. Ich bin gerade am gucken. Da ist keine mehr. Nur Fische schwimmen hier. Okay. Das ist Kugelfisch. Krass. Okay. Eine Krabbenklaue. Das sieht... Das ist keine Krabbenklaue. Okay. Wo ist die denn? Die letzte Krabbenklaue. Da ist auch nichts versteckt, nee. Die Krabbe ist hier, aber die Krabbenklaue sehe ich jetzt nicht. Nanu. Die andere war hier unten. Da bin ich jetzt total blind. Das gibt's doch gar nicht. Da sind noch Fische, da haben wir Dings rausgenommen. Was ist das hier? Eine Muschel. Krabbenklaue. Ist die noch hier unten irgendwo? Nee. Die eine war hier, aber ich denke mal, das wird hier im Bild sein, wenn dann eine Krabbenklaue. Ich habe keine Zeit, einen ganzen Fisch alleine zu zacken. Okay, ich bin gerade am Hovern. Die Krabbenklaue muss hier sichtbar sein. Okay, das heißt, ich müsste sie mitnehmen können, aber ich sehe sie nicht. Das sieht nach einem Fisch aus. Okay, das war doch... Eine Krabbenklaue. Jetzt haben wir einen Fisch mitgenommen. Okay. Wofür? Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier einen Anker. Etwas Verziertes muss hier hineinpassen. Das ist eine Lieferung oder was? Wer bist du denn? Wie ist er dorthin gekommen? Eine lange Leiter könnte helfen. Mr. Whiskers ist das, glaube ich. Mr. Whiskers. Diese Hafenratten haben, nicht... Was? Haben nicht so leicht Angst. Okay, wir müssten dich erschrecken. Ich weiß nur nicht genau wie... Da ist ein Boot. Dies ist die Navigationstabelle des Schiffes. Okay, wir müssen hier was hinpacken. Eine Leiter brauchen wir. Eine Leiter und eine Verzierung. Wir haben jetzt 2 Hölzer und eine Krüge. Wofür die brauchen, weiß ich auch noch nicht genau. Eine Kerze. Ich glaube, wir müssen doch zurück erstmal und was spielen. Wir können dich... Wir müssen dich verschrecken. Aber wir haben nichts zum Verschrecken, ne? Nee, leider nicht. Was fehlt hier? Da fehlt bestimmt ein Seil, ne? Genau, ein Seil wäre nützlich, okay. Ja, dann gehen wir doch mal eine Runde spielen, wa? Eine Münze haben wir. Hier ist die Münze. Er wird nicht mit mir spielen, wenn ich keine Münzen und Krüge habe. Achso, wir brauchen noch einen Krug, okay. Hier ist noch ein Krug, das nehmen wir noch mit. Und was haben wir hier? Dunkle Gewässer expandieren um verlassenes McConnell-Anwesen. The Mistseekers finden die uralte Stadt von East. Der Geheimbund plant Expedition. Okay, interessant. Das war ein Insider.
Die Mystikers haben wir nämlich vorher gespielt. Da ist noch was. Hier, Holz und eine Krüge. Okay, da ist der Würfel. Okay, da. Beginner's Luck. Und weiter geht's. Wie oft müssen wir gewinnen? Dreimal? Hier. Beginner's Luck. Okay. Ich hoffe, wir müssen nicht fünfmal gewinnen. Hier. Beginner's Luck. Er macht wieder ein Kreuz, beziehungsweise einen Strich. Yeah, I saw the demon with the girl. Now that strange monster is blocking me from loading the goods onto my ship. You say you want to sail to the estate. Yes, I have to get to the McConnell estate. The little girl is my niece. I have to save her. How brave. I'll take you anywhere you want if you chase away that thing on the road. It's a deal. I'll help you, and you'll return the favor. Einem Schurken? Er hat mir sogar eine Münze gegeben. Okay, er scheint ja doch ein anständiger Schurke zu sein. Wir brauchen eine Leiter. Hast du eine Leiter hier? Nee, ne? Ich werde es prüfen, sobald ich seinen ungewöhnlichen Freund gefunden habe. Tja, das können wir nicht anfassen. Den Schlüssel haben wir mitgenommen bei dir. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen noch ein Puzzlestück. Achso, den Schlüssel können wir hier benutzen, bei dem Puppenspieler. Ich kann es vergessen. Es ist zugerostet. Natürlich ist es zugerostet, war ja klar. Das Wischtuch hilft uns auch nicht weiter. Jetzt haben wir es aufgeschlossen und können es trotzdem nicht benutzen. Oh Mann. Haben wir noch irgendwo eine Pfütze Öl rumfliegen? Nee, ne? Hier haben wir kein Öl oder so, ne? Moment, ich habe einen Lappen. Können wir mit dem Lappen zufälligerweise hier die Schere mitnehmen? Diese grüne Scherbe sieht sehr merkwürdig aus. Jetzt haben wir ein Messer. Müssen wir irgendwas aufschneiden? Hier, vielleicht das Gestrüpp? Okay, das Gestrüpp müssen wir nicht aufschneiden. Was machen wir denn dann? Irgendwas schneiden, schneiden, schneiden. Da war gerade was. Ich habe es genau gesehen. Jetzt ist es wieder weg. Ich habe die Befürchtung, wir haben am Anfang was übersehen. Okay. Das haben wir gefunden. Hier können wir nichts machen. Hier. Können wir nicht... Dich können wir nicht... Okay, dich können wir auch nicht bestechen. Also wir müssen nicht erschrecken, also. Mr. Whiskers, ich kann dir das nicht geben. Wir brauchen eine Leiter. Navigationstabelle des Schiffes. Wir können also aufs Schiff gehen, aber das nimmt sich weiter. Dann können wir hier gerade nichts machen. Wir haben ein Messer, wir brauchen ein Seil. Hier brauchen wir eine Verzierung. Oh, eine Verzierung haben wir doch hier. Oha, okay. Das müssen wir mitnehmen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir das gebrauchen können, aber wir nehmen die Sachen also mit. Öl brauchen wir auf jeden Fall. Ist das ein Werkzeugkastenkoffer oder was ist das hier? Jetzt haben wir so viele Dinge gefunden. Das ist hier ein bisschen erschreckend. Okay, Öl brauchen wir hier. Sag bloß, wir müssen das jetzt mal reparieren jetzt hier. Okay, wir öffnen das Ganze. Da müssen zwei Münzen rein. Was für ein Zufall. Zwei Münzen. Das Stück stoppte bei der Hälfte. Okay. Mit einem vollen Mond könnte ich mehr sehen. Da klopft es an der Tür. Okay. Müssen wir die Geschichte nachspielen. Okay, die gucken aufs Dach. Da ist die Banshee. Okay. Finde raus, was der Puppenspieler versteckt. Interessant. Woher hat er das Stück? Und wieso hat er das versteckt? Und jetzt müssen wir das Bild wieder herstellen. Tausche benachbarte Dreiecke aus, um das Puzzle zu vervollständigen. Wir müssen erstmal rausfinden, wie wir das machen. Hier ist ein Monster.
Das sieht fast vollständig aus. Wir müssen den Kopf finden von dem Monster. Das Monster ist hier. Das sieht schon mal richtig aus. Okay, jetzt müssen wir hier gucken. Das passt. Ah, hier ist nicht alles verdreht. Interessant. Nee, warte mal, das passt. Aber das passt nicht. Warte mal. Passt das dahin? Das passt dahin. Das passt dahin. Du musst nach oben. Und das müssen wir drehen. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwas drehen. Das sieht doch richtig aus, das Bild. Oder habe ich jetzt irgendwo einen Dreher drin? Das Monster. Hier ist noch ein Fehler. Ein Kryptex. Okay. Diese roten Pfeile könnten auf die Lösung zeigen. Ich weiß ja nicht genau, was wir brauchen. Brauchen wir rot? Wir brauchen rot. Okay. Jetzt haben wir zwei Kristalle. Wir brauchen bestimmt drei Kristalle, oder? Was macht das hier drinne? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Da können wir nichts machen, weil wir die Noten nicht kennen. Fischertagebuch. Da können wir nichts machen, weil wir noch was einsetzen müssen. Aber ich weiß noch nicht genau, was... Können wir das Monster vertreiben? Jetzt hier, wir haben zwei Dinger. Okay, schauen wir mal. Wir haben das K. Das K können wir schon mal nicht benutzen. Wir haben ein U, das können wir auch nicht benutzen. Ein R können wir nicht benutzen. Dann können wir nur das benutzen. Okay, dann können wir das K nicht benutzen. Das U können wir nicht benutzen. Das, was haben wir hier? Ein A haben wir nicht. Und eine 7. 7 können wir auch nicht benutzen. Das heißt, das bleibt nur das R übrig hier. Okay, das R können wir nicht benutzen. Das fällt raus. Dann haben wir noch hier das Teil und ja. Okay. Du hast die verfluchte Vogelscheuche besiegt. Okay. Da ist noch einer. Das ist also in den Extrafenstern versteckt. Okay, ich brauche vielleicht einige Objekte hier. Okay, gucken wir mal hier. Aufschneiden. Das ist ein seltsames Messer, muss ich zugeben, mit so einer krassen Glasscherbe. Sieht ja aus wie ein Splitter. Das ist eine Leiter und ein Seil. Interessant. Dann können wir das hier zusammenbauen. Dann brauchen wir hier das Seil. Oh. Okay. Jetzt haben wir ein Seil aus... Okay, wir haben das auseinandergeschnitten. Macht Sinn. Jetzt können wir Mr. Whiskers retten. Mr. Whiskers... Mr. Whiskers können wir nicht retten. Okay. Das heißt, wir müssen doch wieder zum Boot zurück. Ich brauche etwas, um das Boot an Land zu ziehen. Hier, Enterhaken. Okay, und wir können bestimmt wimmeln? Wir können wimmeln. Jawohl, ja. Ah, ein klassisches Wimmelbildspiel mit einer Liste. Sehr schön. Wir brauchen eine hölzerne Schlange, eine Schildkröte, eine Harpune, ein Oktopus. Hölzerne Schlange ist hier. Harpune Oktopus ist hier. Harpune ist dort. Eine Libelle brauchen wir noch. Eine Echse, eine Pfeife. Da ist eine Echse. Da fehlt noch irgendwas, glaube ich. Eine Libelle ist hier, eine Pfeife und eine Harfe. Harfe ist hier. Wo ist denn die Pfeife? Die sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Eine Schildkröte brauchen wir noch. Da ist eine Schildkröte. Meerjungfrau, da fehlt noch der Rest. Wo ist denn der Rest von der Meerjungfrau? Da haben wir den Amor, haben wir gefunden. Okay. Was ist das hier? Ein Stück Stein. Müssen wir da irgendwas kaputt machen? Da ist ein Stück von der Meerjungfrau. Da ist die Meerjungfrau. Okay.
Da komme ich ran. Etwas Hartes wird den Riegel aufbrechen. Hier. Okay, dann haben wir hier noch einen Kristall und den Geldbeutel brauchen wir. Den Kristall brauchen wir nicht. Die Pfeife. Das ist ein Gehstock. Ich sehe die Pfeife gerade überhaupt nicht. Hier muss ich zugeben. Da ist die Pfeife. Wow, okay. Ein Schuh brauchen wir noch. Wo ist hier ein Schuh versteckt? Hier drinne? Da ist der Schuh. Oh Mann, den sieht man da echt nicht mehr. Der hat aber schon ein bisschen was hinter sich. Eine Schmugglertasche. Was hat denn der hier geschmuggelt? Ein Cracker. Feuerwerkskörper und eine Schmugglertasche. Okay. Jetzt können wir hier mit dem Rechner alles weghaken. Er trägt ein Buch. Okay, was in dem Buch ist, würde ich sagen. Noten, aha. Das heißt, wir müssen also in der nächsten Episode tatsächlich dann ein Klavierstück spielen. Und was dabei rumkommt, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.